Hallo, am 4. Oktober fand zum ersten Mal der Oldtimer-Treff Ruhr auf Ewald statt. Und ich denke, die Premiere war ein voller Erfolg. Da auch das Wetter mitspielte, waren die einzelnen Plätze nahezu voll. Der Oldtimer-Treff Ruhr auf Ewald ist hervorgegangen aus dem nicht mehr stattfindenden Oldtimer-Treff Zollverein. Kulturgut, Automobil trifft Weltkulturerbe. Das war das Motto auf Zollverein. Jetzt aber geht es auf Ewald weiter. Auch das Gelände der Zeche Ewald eignet sich gut für eine solche Veranstaltung. Große, weitläufige Stellplätze, Gastronomie in Form von Café und Biergarten. Dazu die Kulisse der alten Zechengebäude und der Halde Hohebart. Hinzu kommt, dass das Gelände bereits seit Jahren für ähnliche Veranstaltungen im automobilen Bereich genutzt wird. Aber auch das muss gesagt werden. Den besonderen Charme des Weltkulturerbe Zollverein kann Ewald nicht ersetzen. Und wie sieht die Zukunft des Oldtimer-Treff Ruhr aus? Schon jetzt tritt Motorworld als einer der Hauptsponsoren auf. Ich denke, der Oldtimer-Treff Ruhr passt wohl zur Philosophie von Motorworld und wird auch weiter bestehen, wenn das Projekt Motorworld fertiggestellt ist. Aber zurück zum Treffen vom Sonntag. Unter den Fahrzeugen auch diesmal wieder ein recht hoher Anteil von US-Cars. Dazu gab es zwei sogenannte Treffen im Treffen. Einmal eine Gruppe von Alfa Romeos und eine zweite Gruppe von Minis. Einige Teilnehmer der Minigruppe hatten eine ziemlich weite Anfahrt in Kauf genommen, um hier dabei zu sein. Ich konnte Kennzeichen aus Hamburg und aus dem benachbarten Ausland sehen. Das war's dann auch für heute. Mit den Bildern der Minis vom Treffen im Treffen verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Horst.